Hier ist noch einmal die mächtige Vorsitzende der Grünen Partei, Ricarda Lang, wie sie erklärt, warum es besser ist, wenn die Partei für die Menschen entscheidet, wie sie heizen sollen. Wenn jemand heute eine neue Heizung einbaut, 2026, dann trifft die Person da eine Investitionsentscheidung. Jetzt machen wir uns mal ehrlich, der durchschnittliche Bürger in diesem Land wird bei der Frage, wenn er sich eine Heizung einbaut, nicht sich informieren, wie wird sich ziemlich wahrscheinlich der ETS-Zertifikatehandel in Europa in den nächsten 10 Jahren entwickeln und dann dementsprechend schauen, wie investiere ich da. Das halte ich einfach für ziemlich weit weg von der Realität. Machen wir uns mal ehrlich, der durchschnittliche Bürger in diesem Land weiß überhaupt nichts über sein eigenes Leben. Das entscheidet besser die Grüne Partei. Was Ricarda Lang hier sagt, ist dies. Die Grüne Partei schützt sie davor, selber zu entscheiden, weil sie einfach zu wenig wissen, um selber zu entscheiden.